Servus, hallo, ich möchte heute unsere Waldschafherde vorstellen und zeigen, wie wir auf der Weide füttern. Kurz zum Betrieb, das Ganze ist ein Nebenerwerb. Wir bewirtschaften ausschließlich Grünland und das Ganze nach den Biorichtlinien. Unsere Tiere sind das ganze Jahr draußen, deswegen machen wir auch eine ganzjährige Weidehaltung und füttern dementsprechend auch draußen auf der Wiese. Im Notfall, wenn es jetzt witterungsbedingt nötig ist, können wir natürlich in den Stall ausweichen. Aber Ziel ist es eben, dass die Tiere die meiste Zeit draußen sind. Zum Fressen kriegen sie im Winter ausschließlich Heu und im Sommer eben das Gras, was draußen auf den Weiden wächst. Wir füttern im Winter ausschließlich Heu. Hier im Hintergrund sitzt unser Hund, ist leider kein richtiger Hütehund. Ein bisschen kann das aber nicht perfekt. Und mit dem Anhänger bringen wir unsere eigenen Kleinballen im Winter auf die Wiese. Wir hatten bis vor kurzem Rundballen, die sind jetzt aber aufgebraucht. Hier sieht man ein bisschen den Nachteil von der Weidehaltung. Es ist eben auf den Laufwegen recht schlammig nach einer gewissen Zeit, weil das Ganze ja auch keine befestigte Fläche ist, sondern einfach auf der Wiese. Die Schafe haben natürlich ein schön weiches Bett. Durch das ganze Heu, was sie verstreuen, brauchen wir auch kein anderes Einstreu und sie haben eben eine weiche, bequeme Matte. Kriegen auch jeden Tag frisches Wasser. Gerade jetzt, wenn es nachts kalt ist, friert es immer noch ein. Und deswegen haben wir keine große Wanne, sondern bloß die kleinen Eimer dastehen. So, hier sind die Schafe gerade munter am Fressen. Haben gerade ihre Mittagsportion gekriegt. Die Lämmer fressen auch schon schön mit. Leider gehen die auch oft gerne in die Raufe rein. Das ist so eine ganz einfache Gangraufe mit Nackenbügel. Soll die Futterverluste ein bisschen verringern, aber wie man am Boden sieht, verstreuen die trotzdem Unmengen. Ja, wie schon gesagt, das Ganze sind Waldschafe, die eben akut vom Aussterben bedroht sind und deswegen machen wir da bei einem Zuchtprogramm mit. Wir haben uns vor circa 5 Jahren für die Rasse entschieden, einfach weil die für Mittelgebirge perfekt geeignet sind und auch einen sehr guten Mutterinstinkt haben und auch unkomplizierte Ablammung haben und wir sind eigentlich komplett überzeugt von denen im Vergleich zu den Merinos, die wir vorher hatten. Ja, ein paar, zwei halbe Coburger Fuchsschafe laufen noch mit. Da hatten wir mal eins, das ist leider verstorben. Aber die beiden halb Waldschaf, halb Coburger sind noch da, sind natürlich nicht im Herdbuch aufgenommen. Bei den Lämmern sieht man ganz gut, manche haben Hörner, andere wiederum nicht. Das ist auch typisch. Also wir enthornen da auch keine oder züchten da jetzt nicht die Hörner weg oder so. Auch die Farbe ist der Wolle sehr unterschiedlich. Wir haben eben diese schwarzen. Die meisten sind eher weiß. Auch die Art der Wolle. Manche haben eher Haarwolle, manche haben eher so die typische Wolle. Das ist alles im Rahmen der Möglichkeit. Unser Bock, der ist leider sehr schüchtern. Der hat zwar sehr schöne Hörner und hoffentlich vererbt er die auch ein bisschen an seine Nachkommen. Dem sind wir bis jetzt ganz zufrieden. Den haben wir aber auch erst seit einem Jahr. Dann sage ich Tschüss und lasse die Schafe jetzt in Ruhe weiterfressen.